Herzlich willkommen. Einen ganz kleinen Moment bitte noch. Ich habe sofort eine Sekunde. Gleich bin ich für Sie da. So. Ich wollte Ihnen hier nur mal kurz unser allererstes Thema spielerisch darstellen. Es ist nämlich schon so, dass diese kleinen Dinger einen sehr großen Einfluss auf unser modernes Leben haben. Bei manchem steigert sich das Ganze sogar in eine nicht mehr gesunde Smartphone-Sucht. Wir wollten mal von den Passanten wissen, was glauben Sie selbst? Wie oft gucken Sie pro Tag aufs Display? Ja, mein Handy habe ich eigentlich mit zwei Kindern nicht ganz so oft, Gott sei Dank, in der Hand, aber so, ja, bestimmt 10 Mal, denke ich, trotzdem über den Tag. Ich denke, auch um die 10 Mal am Tag, höchstens. So wichtig ist es nicht. Wie oft halte ich es in der Hand? Vielleicht 10, 12 Mal. Also ich nutze es wenig, bewusst wenig. Ich benutze es zum Telefonieren, ein bisschen WhatsApp, aber so oft kommt das nicht aus der Tasche. Also vielleicht so 20 Mal am Tag werde ich es vielleicht schon in der Hand haben, ja. In der Schule nicht, ist ja klar, oder in der Ausbildung jetzt. Aber sonst eigentlich schon recht häufig schon. 15 Mal, 20 Mal. Früh das Wetter als erstes meist, die Nachrichten kurz, das ist leider Gottes immer mit dem Handy. Und dann gegen Mittag wieder, nachmittags kurz und abends wieder. Und das dann aber des Öfteren abends, glaube ich, wenn die Kinder im Bett sind. Ich habe andere Kommunikationsmittel. Ich muss mein Leben nicht ständig über Facebook, Smartphone oder Handy oder Internet oder wie auch immer führen. Wetter nachschauen, Nachrichten, sowas. Also eigentlich meistens, dass ich die Kinder abcheck, ob die irgendwas geschrieben haben, dass ich irgendwen wo holen muss. Oder halt, wenn man hört, dass jemand irgendwie eine Nachricht geschrieben hat, WhatsApp. Auch Filme gucken und dann Serien gucken. Wenn ich die Zeit habe, gebe ich zu, dass ich ein gewisses Suchtverhalten an den Tag lege. Das heißt, wie äußert sich das? Ja, ich spiele halt sinnlose Spiele. Übrigens, Sie müssen gar nicht unbedingt auf Ihr Smartphone-Display gucken, um auf dem aktuellsten Stand zu sein. Denn wir haben die Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Professor Dr. Heinz Scholz ist neuer ärztlicher Leiter der Neumarkter Kreiskliniken. Der Verwaltungsrat wählte den Chefarzt der Frauenklinik einstimmig und folgte damit einem Vorschlag aus der Runde der Chefärzte. Scholz kümmert sich somit in den nächsten 2 Jahren um ärztliche und medizinische Grundsatzfragen in den beiden Kliniken des Landkreises. An den Standorten in Neumarkt und Parsberg sind aktuell rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt. Eine der Herausforderungen ist laut den Verantwortlichen die steigenden Ausgaben und geringen Erlöszuwächse in einer streng reglementierten Krankenhausfinanzierung unter einen Hut zu bringen. Am Donnerstag stellten 115 Schüler und Auszubildende aus der Oberpfalz in Neumarkt ihre Erfindungen beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht aus. Unter den 69 eingereichten Projekten fanden sich Ideen für den Hausgebrauch, wie zum Beispiel ein erwärmbarer Hausschuh, aber auch industriell nutzbare Produkte wie ein automatisiertes Entleersystem für Staubsaugroboter. Eine Fachjury wählt die Erfindungen aus, die sich im April beim Landeswettbewerb präsentieren dürfen. Veranstaltet wurde der 24. Regionalentscheid vom Neumarkter Ostendorfer Gymnasium und Pfleiderer Deutschland. Im Fair-Kulturcafé in Neumarkt fand am Donnerstag zum ersten Mal eine ökologische Saatgutbörse statt. Dabei konnten Besucher ihr eigenes ökologisch erzeugtes Saatgut zum Tausch mitbringen und sich über Zuchtmöglichkeiten informieren. Biosamen sind nach EG-Öko-Verordnung alle Samen, deren Mutterpflanzen nach biologischen Richtlinien angebaut wurden. Wer zum Beispiel aus derart erzeugten Gemüse Samen gewinnt, kann davon ausgehen, dass diese bereits gut an die vorherrschenden Umwelt- und Wachstumsbedingungen angepasst sind. Gleich nach einer kurzen Pause feiern wir das 10-jährige Bestehen einer Neumarkter Einrichtung, die man mit Fug und Recht als absolut einzigartig bezeichnen kann. Außerdem haben wir für Sie einen neuen Blumenstrauß der Woche und die Wetteraussichten. Bis gleich. Was ist denn jetzt los? Richtig, Sie haben den Charivari Cash Song gehört. Der Charivari Cash Song ist wieder da. Montag bis Freitag, jede Stunde. Shoppinggeld für das Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich bis zu 1000 Euro mit nur einem Anruf. Nur auf Charivari. Sie hören den Cash Song, wir hören uns und das Shoppinggeld gehört Ihnen. Charivari.
Einkaufsstadt Neumarkt. Ein Shopping-Erlebnis in über 350 Fachgeschäften. Einkaufen, genießen. Neumarkt hat für jeden das Passende zu bieten. Erleben Sie es selbst bei einer Shoppingtour in Ihrer Einkaufsstadt Neumarkt. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Jura Clean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Waldelefanten lieben das Familienleben. Ihre Jungen, die Regenwälder Afrikas und die weiten Sumpfgebiete. Doch die Idylle ist bedroht. Wilderer töten im großen Stil für Elfenbein. Auch Elefantenmütter. Ihre Jungen bleiben hilflos zurück. 5 € helfen, die Wilderei zu stoppen. Sende eine SMS mit Elfenbein an 81190. WWF. For a living planet. Neumarkt TV verschenkt den Blumenstrauß der Woche. Teilen Sie uns mit, wer sich aus Ihrem Umfeld für andere engagiert. Und wir überraschen diesen Menschen kostenlos mit einem Blumenstrauß. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an 09181 510 402. Willkommen zurück. Dem echten Autosammler mag das Herz bluten, wenn er zum Beispiel in einem Hinterhof eine verlassene Karosse entdeckt, die schon bessere Zeiten erlebt hat. Vor allem, wenn er genau weiß, dieses Auto, das kostete früher mal so viel wie eine kleine Villa in einem Nobelstadtteil. In Neumarkt gibt es seit 2009 ein privates Museum, in dem alte Luxuskarossen der Firma Maybach ein zweites Leben bekommen. In Deutschland galten die Automobile der Marke Maybach früher als Luxus auf Rädern. Jeder Wagen war eine einzigartige Sonderanfertigung. Nach dem Krieg verloren sie an Bedeutung. Manche Fahrzeuge verrotteten auf Hinterhöfen, in Scheunen oder wurden für Vereine, Feuerwehren und Co. zweckentfremdet. Heute existieren nur noch 160 Maybachs. Über ein Dutzend präsentiert der Neumarkter Sammler Helmut Hofmann seit 2009 in seinem Privatmuseum der Öffentlichkeit. Was die Herkunft der Besucher angeht, so haben wir festgestellt, dass die aus der ganzen Welt kommen. In letzter Zeit vielleicht etwas vermehrt aus Asien. Es scheint ja doch dort unheimlich viel Geld unterwegs zu sein. Zum 10-jährigen Bestehen gönnte man der Ausstellung eine 4-wöchige Frischzellenkur. Die Vitrinen über die Gebrüder Maybach und ihre Firma wurden neu und strukturierter gestaltet, stets mit dem internationalen Publikum im Hinterkopf. Im Laufe eines Jahrzehnts hat Helmut Hofmann zudem ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wie viel Informationen Besucher prinzipiell verarbeiten können. Als Sammler ist sein Hintergrundwissen natürlich umfassend. Eine Frau sagt da etwas überspitzt immer, wenn Besucher mich aufsuchen und um eine Führung bitten, passen Sie auf, mein Mann braucht mindestens 3 Stunden, wobei das noch untertrieben ist. Um das rüberzubringen, müsste man Seminare machen. Wo seit einem Jahrzehnt die Maybach-Karossen ausgestellt sind, befanden sich bis 1959 die Expresswerke, welche Fahrräder und Motorräder produzierten. Inzwischen ist der traditionsträchtige Ort aber nicht nur Privatmuseum, sondern auch Veranstaltungslocation für Messen, Vorträge, Hochzeiten und Firmenevents. Die werden ja in aller Regel auch deswegen hier abgehalten, weil der entsprechende Veranstalter sich natürlich auch eine entsprechende Wertschätzung seiner Mitarbeiter oder seiner Gäste dadurch hier erfährt, dass das halt weltweit einzigartig ist, dieses Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Und das, denke ich, kriegen auch die entsprechenden Gäste, die dann eingeladen sind, jeweils mit. Während Helmut Hofmann hauptberuflich als Zahnchirurg tätig ist, koordiniert seine Frau Anna den Museumsbetrieb. Und hin und wieder müssen beide erklären, dass die Sammlung zum Gucken gedacht ist, aber nicht zum Kaufen. Den reichsten Mann aus einer der baltischen Staaten, der hier war, kürzlich verstorben leider Gottes, der ist durchs Museum gestiefelt.
und hat auch eigentlich nur im Sinn gehabt, ein bestimmtes Auto zu kaufen, aber dem musste man auch abschlägig bescheiden, weil letztendlich ein Sammler ist ein Sammler, wir sind ja keine Händler nicht, und ein Automobil verkaufen, das wäre ungefähr so, wie wenn jemand ein Familienmitglied verkaufen würde. Eines darf auch in dieser Sendung nicht fehlen. Eine neue Folge vom Blumenstrauß der Woche. Verena Zollner weiß, welche gute Seele heute einen verdient. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Körner hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? Der geht an die Frau Dunges, das ist meine Nachbarin. Eine sehr hilfsbereite Frau, hat zwei Pflegekinder und ist immer lustig, immer gut gelaunt. Langt es? Das langt. Dann legen wir los. Hallo Frau Dunkes, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also jetzt bin ich echt platt. Ja, aber für was? Für Ihre Hilfsbereitschaft, dass Sie die zwei Pflegekinder haben und dass die so toll erziehen. Das sagen Sie? Danke. Das finde ich ja cool. Dankeschön. Das ist ja nicht Pflegekinder im üblichen Sinn, sondern das ist als Erziehungsstelle, wie ich arbeite. Das heißt, ich bin angestellt über das Pädagogische Zentrum in Parsberg und arbeite halt daheim mit zwei Kindern. Ja, das kam einfach durch meinen Lebenslauf. Verschiedene Umstände, selber habe ich keine Kinder, mag aber Kinder gern. Habe erst Hauswirtschaft gelernt und dann noch später in Erzieher draufgesetzt. Den habe ich dann über SOS machen dürfen und letztendlich bin ich dann in Parsberg gelandet, als Erziehungsstelle. Und jetzt mache ich das. 8 Jahre werden es dieses Jahr, dass ich die zwei Kinder betreue. Und super. Super betreut sie. Das sagt meine Nachbarin. Ja. Ich weiß ja mit. Also ich kriege ja alles mit. Ja. Vieles kriegt man vielleicht mit, aber ja, man gibt halt sein Bestes. Wie es aussieht, ist die Überraschung geglückt und ich hoffe, wir konnten Ihnen wirklich eine Freude mit dem Blumenstrauß machen. Oh ja, also ganz sicher. Vielen herzlichen Dank nochmal. Schön. Sehr gerne. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hier im Sophie-Scholl-Park in Berg haben wir heute unsere Moderationen aufgezeichnet. Und selbst wenn sich im Lauf der Woche das ein oder andere Mal die Sonne gezeigt hat, so wirklich frühlingshaft warm war uns noch nicht. Vielleicht wird's ja in den kommenden Tagen was. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi. Vom Keller bis zum Dach. Heute gibt es nur Positives zu vermelden. Die nächsten Tage zeigen sich sonnentechnisch von ihrer allerbesten Frühlingsseite. Das Wochenende startet zwar noch etwas frisch bei 3 Grad, allerdings gibt es einen sonnigen und wolkenlosen Himmel, der die Luft gleich etwas wärmer macht. Nachts sinken die Werte dann auf minus 3 Grad. Auch am Sonntag verwöhnt uns die Sonne, die Temperaturen klettern dann tagsüber auf bis zu 6 Grad. In der Nacht wird es wieder frisch bei minus 2 Grad. Die neue Woche startet zweistellig mit 10 Grad und einem uneingeschränkten Blick auf die Sonne. Und mit diesen sonnigen Aussichten wünschen wir Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Schon jetzt bereiten wir wieder Themen vor für die nächste Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt am Mittwoch nächster Woche. Es würde uns freuen, wenn Sie dann wieder mit von der Partie wären. Bis dahin sagen wir Tschüss, danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.